Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Andreas Baumeister ist bei mir. Wir haben ihn schon mal ein paar Mal zu Besuch gehabt. Und ich sehe, du hast dich verkleidet. Das Thema wäre heute eben auch Ebola zum Beispiel, ansteckende Krankheiten. Deswegen hast du dich mal so ausstattiert. Aber ich glaube, das kannst du jetzt wieder ausziehen, weil wir wollen ja eigentlich klar machen, dass das, wovor du dich jetzt schützt, eigentlich unsinnig ist. Wir brauchen es nicht, also kannst du es abnehmen. Gut. Hier gibt es keine Ebola-Gefahr. Und wir reden ein bisschen über diese ganzen Ansteckungsgeschichten aus der Sicht der neuen Medizin. Jawohl, jawohl. Wir haben dich ja ein paar Mal da gehabt, also grundsätzlich noch mal neue Medizin nach Dr. Hamer. Da zieh ich jetzt erstmal aus. Ich versuche in der Zeit zu erzählen. Jetzt bist du genau im Bild. Neue Medizin nach Dr. Hamer sagt eben, dass jede Krankheit im Grunde kommt durch einen Konflikt, Schock, ein Erlebnis, was psychisch sozusagen nicht verarbeitet wird und dann in den Körper abgeleitet wird und dann uns als Krankheit erscheint. Richtig, genau. Oder wie würdest du das als Kurzfassung? Ja, alle Krankheiten kommen von uns. Da haben wir in der letzten Sendung ja darüber gesprochen, dass nichts von außen kommt. Heute haben wir mein Thema mit Viren und Schweinegrippe, Ebola. Das ist wichtig für die neue Medizin, um zu verstehen, dass das, was uns erzählt wird, nicht stimmt. Ja, und dass wir dann einen besseren Ansatzpunkt haben für die neue Medizin. Das ist ganz wichtig als einstiegiges Thema. Ja. Ebola, Vogelgrippe haben wir vor, Schweinegrippe, SARS und noch, so weiter. Das kommt heute noch, ja, dass wir da mal so ein Gefühl für haben, dass wir wissen, dass wir davor keine Angst haben müssen und dass wir heute über das Thema mal sprechen. Ja, also normalerweise hätten wir jetzt Angst, dass irgendwelche Viren, dass ich mich anstecke mit irgendwelchen Viren, richtig, wenn ich einem Ebola-Kranken begegne. Richtig, genau. Ne? Und wenn ich dir einen zuschmeiße hier, da habe ich die angesteckt. Ja. Das ist, ne, also da die verschiedenen Varianten von Viren, da habe ich die angesteckt. Und die neue Medizin sagt halt ganz klar, dass das nicht geht. Ja. Es gibt ja nun Symptome bei den Menschen da unten. Könnte man dann jetzt, also in Afrika hauptsächlich, aber natürlich bei denen, die man als Ebola-krank jetzt bezeichnet, ist das nur eine Definitionsfrage, dass man sagt, die Symptome zählen wir jetzt zu Ebola und woher kommen die Symptome sonst? Wie wären sie zu erklären? Wenn man verstanden hat, wie neue Medizin verstanden hat, dann wissen wir, dass das überhaupt nicht geht. Dass noch nie ein Virus gesehen worden ist, dass es die Infektionstheorie falsch ist, ja, dass etwas, ein schulmedizinisches Gebilde entstanden ist, was bei uns sozusagen so vom Kindesalter an uns eingeimpft wird, dass das so ist und die neue Medizin sagt, dass das nicht geht. Deshalb können wir ganz klar sagen, Ebola hat reine politische Gründe. Es gibt keinen Grund, wenn es kein Virus gibt, dass wir vor was schützen müssen. In Afrika hat es ja angefangen, in verschiedenen Gebieten, wo ja angeblich das Ebola ausgebrochen ist. Und man wundert sich, dass es dann sich später irgendwo in Sierra Leone manifestiert hat. Warum gerade da? Die Leute haben Angst, wir wissen, dass unser Euro ziemlich knapp vor der Kippe steht. Die Leute möchten gern Betongeld, Garagengeld und was haben, ja, etwas Sinnvolles, wo sie von dem Papiergeld wegkommen. Und in Sierra Leone kann man Geld kaufen, kann man Gold, Diamanten und Silber kaufen über den Ladentisch. Und das sollte eingegrenzt werden. Also mache ich in dem Gebiet, wo die Leute jetzt hinkommen könnten und sich ein sicheres Goldstück kaufen können, eine Epidemie von Ebola. Dass da keiner mehr hingeht. Das ist da keine Menge, das ist der Grund. Man kann auch jemanden verschwinden lassen, ja, ungeliebte Personen, die jetzt in Afrika sind, ja, die könnten sich ja theoretisch ja von einem nicht vorhandenen Ebola-Virus infizieren, landen dann von der Bildfläche verschwunden und dann heißt es dann, ja, ist leider an Ebola gestorben. Okay, also ist aber das ist alles Unsinn, es gibt da sicherlich politische Gründe, auch natürlich die Schürfrechte und da an die Minen und so weiter zu kommen, das ist natürlich auch möglich, weil Amerika schickt ja keine Ärzte, sondern Soldaten in die Krisenregionen, das ist natürlich bezeichnend, also es wird uns ein äußerer Feind präsentiert, vor dem wir Angst haben müssen, Angst ist das Prinzip und wir wollen ja die Angst nehmen bei Bewusst-TV und uns bewusst machen, was da wirklich läuft. Und wir können das erklären, du kannst es erklären. Es sind ja im Moment aktuell zwei Prominente gestorben. Kann man da vielleicht auch aus der neuen Medizin besser erklären, als was es offiziell ist, Udo Jürgens und Joe Cocker? Joe Cocker, ja,
Kannst du das aus der Ferne sozusagen diagnostizieren, was da gelaufen ist? Oder du hast Zeitungen mitgebracht, erstmal, was schreiben die Medien? Zeitungen, die Medien schreiben natürlich, dass sie gar nichts wissen. Ja, alle irgendwelche Entzündungen von dem Herzbeutelentzündungen, ja, also irgendwas, was er verschleppt hat, eine verschleppte Bronchitis. Oder also man sucht irgendwelche Gründe, warum dieser völlig gesunde Mensch auf einmal gestorben ist. Ja? Ja. Die neue Medizin kann genau recherchieren, was Udo Jürgens, was ihm passiert ist. Es muss Folgendes passiert sein, dass er, es geht hier um Revierverlustkämpfe, es geht darum, dass jemand sein Revier streitig machen will. Ja. Es kann nur so sein, dass er das Management, dass die ihn sozusagen auf die Bühne bringen, mit denen hat er Streit gehabt. In der Art, dass ich weiß, Insider-Informationen, dass er immer das Problem hatte, dass er sich als 80-Jähriger präsentieren wollte und musste mal als 50-Jähriger Hüpfer sozusagen auf der Bühne mit allem drum und dran. Er musste jetzt sozusagen den völligen, die ewigen 50er spielen. Und er hatte dann gesagt, er möchte gerne nicht den 50er, er möchte lieber sich selbst spielen und hatte gedacht, dass er mehr Macht hatte, weil er schon so lange auf dem Markt ist. Aber da es ja nur um Geld geht, haben sie gesagt, machen wir nicht. Jetzt muss er nach der neuen Medizin mindestens ein Jahr lang große Streitigkeiten gehabt haben. Ich weiß, dass er zwischendurch auch eine Bronchitis hatte. Also er hat große Streitigkeiten mit jemandem, das würde passen. Dann ist das Jahr um, dann kommt die neue Saison. Und er hatte gehofft, dass er stark genug wäre, um sozusagen seinen Willen ein bisschen durchzusetzen, was er gerne möchte, und hat er nicht geschafft. Und dann muss er nach der neuen Medizin resigniert haben. Weil sonst kommt nicht die Lösung. Die Lösung kommt einem Herzinfarkt. Nach neuem Medizin kann man sagen, 21 Tage, nachdem ich mich vertragen habe oder mich irgendwie arrangiert habe, dann läuft die Uhr und dann kommt der Herzinfarkt. Wir müssen ja nochmal die Phasen des Krankheitsverlaufs aufzeigen nach der neuen Medizin. Du hast da eine schöne Grafik mitgebracht. Da musst du wieder ein bisschen zurückgehen, Peter. Also erklär vielleicht mal die Karte. Also wir haben hier vorne den normalen Zustand. Das ist ja das zweite biologische Grundgesetz. Die Zweiphasigkeit jeder Krankheit, sofern es zu einer Konfliktlösung kommt. Das sind die Zweiphasigkeit der Krankheiten. Hier ist der normale Tagesablauf. Nacht, Tag, also ist nichts passiert. Ja, tagsüber bin ich am Arbeiten, nachts schlafe ich. Und dann muss irgendwas passiert sein. Dieses DHS, das der zweite biologische Naturgesetz sagt, DHS ist das Dirk-Harmer-Syndrom, also das aufgrund seines Sohnes, der gestorben ist. Seine Ehre hat er gesagt, das heißt jetzt Dirk-Harmer-Syndrom. Also mein Erlebnisschock, allerschwerst, hochakut, dramatisch und isolativ. Also hier muss beim Udo Jürgens die Streitigkeiten angefangen haben. Also da ist auf einmal ein Manager, der sagt, pass auf, nein, wir machen das völlig anders und das, was du willst, das interessiert keinen. Genau. Du machst, was wir sagen. Genau, und jetzt ging es los. Das ist der erste Tag des Streitpunktes. Da fing es an. Und jetzt ist die Intensität, die Höhe, diese roten Kurve ist die Höhe der Intensität und die Länge ist die Zeit. Jetzt hat er sich groß aufgeregt über einen längeren Zeitraum und dann passiert Folgendes. Wenn ich ein Jahr lang Streitigkeiten hatte in Form eines Revierverlustkonfliktes, wie Udo Jürgens wahrscheinlich gehabt haben muss. Ja? Und es dann zu dieser Lösung kommt, also CL heißt Konfliktlösung, und in dem Augenblick muss ich mich entweder arrangiert haben oder ich habe gesagt, ich gebe auf oder ich mache jetzt so weiter, weil er wollte gerne auf die Bühne und die hat mir gesagt, entweder gehst du so auf die Bühne oder gar nicht. Da hat wahrscheinlich gedacht, ja, dann muss ich halt kuschen. Geht nicht anders. Dann ist er so auf die Bühne gegangen und bevor die Saison losgeht, hat er jetzt den Punkt von hier bis zu, von der Lösung her bis zu dem Punkt, wo er den Herzinfarkt kriegt. Das sind 21 Tage. Also von der Konfliktlösung kann man auch neue Medizin sagen. Das sind immer 21 Tage. Immer rund drei Wochen. Ja. Nach drei Wochen kommt die Epikrise in der Heilung. Einmal entweder morgens oder in der Ruhephase. Also nie im Stress. Auch wenn wir Weihnachten immer Stress haben, ja, und mal viele Leute dann Herzprobleme kriegen. Nie im Stress, sondern in der Ruhe. Und das ist die Epikrise. Das ist vorausgesehen. Also Dr. Hammer, dieses Bild der Heilung ist immer gleich. Ich habe ein bisschen Schokolade beigefügt, um es leichter zu erklären. Ich habe nämlich dann am Ende der Heilung auch noch Lust auf Süßes, wenn ich diesen Punkt des Herzinfarkts überwunden habe. Und jeder Herzkranke, der hier, sagen wir mal, diesen Punkt überwunden hat und noch am Leben ist, ist ein Stückchen weiter wieder ein völlig gesunder Mensch. Ja. Er bleibt nicht herzkrank. Und nach der neuen Medizin ist er nicht mehr herzkrank und nach der Schulmedizin ist er für immer und ewig Herzpatient mit Makoma und allem drum und dran. Also er muss daran gestorben, er muss Streitigkeiten gehabt haben. Das sagt also, die Heilungsphase ist eben auch heikel, wenn quasi Heilung nicht wirklich mit einer Lösung des Konflikts im positiven Sinne einhergeht. Das heißt, wenn wir den Konflikt nicht lösen, das heißt, wir haben Revierkonflikte oder was auch immer und ordnen uns irgendwie da unter und wir sind eigentlich nicht zufrieden mit, dann
kann eben so ein Herzinfarkt eintreten. Und eben in diesen 21, in diesen drei Wochen. Und die Konfliktmasse, das heißt also, die Zeit, die ich das Problem hatte, muss über ein Jahr gewesen sein. Sonst sterbe ich nicht dran. Ich kriege dann Herzrhythmusstörungen, aber ich sterbe nicht dran. Ich muss über ein Jahr lang richtig massiv Ärger gehabt haben. Dem Joe Cocker, der ist ja auch jetzt vor kurzem gestorben, der hat was anderes gehabt. Der ist ja an angeblichen Lungenkrebs gestorben. Dem muss man in irgendeiner Art und Weise suggestiert haben, dass er stirbt. Er hat irgendwie das angenommen. Weil kein Tier kann an Lungenkrebs sterben, sondern nur wir Menschen. Das ist ein Todesangstkonflikt. Todesangstkonflikt, und er hatte gedacht, irgendwie er stirbt. Und das ist dann auch eingetreten. Okay. Auch nach dieser Kurve hier, aber er hat es jetzt nicht gemerkt, das ist jetzt keine Epikrise, das kriegt man jetzt groß nicht mit. Aber er ist daran gestorben, weil er denkt, dass er stirbt. Ja. Also rein der Gedanke hat ihn schon so zusammengebracht. Kann das bei Rauchern auch sein, dass denen natürlich jeden Tag, wenn sie rauchen, noch vor Augen geführt wird, Rauchen kann tödlich sein und was weiß ich, dass die einfach aus dieser Angst nachher möglicherweise sterben und gar nicht, weil durch die Substanzen? Die können gar nicht, weil dieses Rauchen ist nicht so ungefährlich, also nicht so gefährlich, wie man sagt. Ist eigentlich, so schlimm ist es gar nicht. Ja? Das Raucherbein ist, gibt es eigentlich auch nicht, weil die durch vermeintliche Durchblutungsstörungen, die angeblich ein Raucher hat, sind gar nicht da, weil der Herr Raucher, das Raucherbein kommt von dem Herrn Raucher. Ja? Der hätte auch Müllerbein heißen können. Ja? Ach so. Passte gerade. Ja. Und dieses Bild, was man auf den Zigarettenpackungen sieht, ja, mit dem schwarzen Lunge, das ist ein Foto, was sie ganz Anfang gemacht haben von jemandem, der im Haus irgendwo an Rauchvergiftung gestorben ist. Das hatte nichts mit dem Raucher zu tun. Ganz extrem. Ja. Ganz extrem, und kein Pathologe kann an einem Gestorbenen sehen, ob er Raucher war oder nicht. Geht nicht. Also die Lunge ist nicht wirklich schwarz. Die ist nicht schwarz. Das haben sie extra gemacht. Und ich denke, die Angst ist eben da. Also das wäre dann die Ursache von für Lungenkrebs. Ja, bei den Menschen, die tatsächlich an Rauchen sterben, ist es die Angst und nicht der Rauch. Und der Passivraucher stirbt noch eher, weil er noch mehr Angst hat. Der Raucher sagt, ja gut, ich rauche einfach. Und der Passivraucher, der dann mit einatmet, sagt, wer weiß, was da alle für Stoffe drin sind. Ne? Und der kann auch Lungenkrebs kriegen. Okay. So, Entzündungen, Ansteckungen, was alltäglich ist, ist ja so eine Erkältung oder Magen-Darm oder sowas hat jeder ja mal jetzt im Winter oder Herbst-Winter. Was wäre da jetzt, wären die Zusammenhänge aus der neuen medizinischen Sicht? Also wenn man jetzt die ganzen angeblichen Erkältungskrankheiten sieht, die dann auf uns zukommen, ja, das Virus hat mich erwischt, ja, oder dass ich meine, dass ich etwas von außen bekommen habe. Auch wenn es mehrere gleichzeitig haben. Im Winter habe ich natürlich eher was als im Sommer, weil das hat was damit zu tun, dass ich im Winter halt unzufriedener bin. Das Wetter ist schlecht, es regnet, es schneit, ja, und ich fühle mich nicht so gut. Im Sommer habe ich weniger. Und da gibt es ja dann auch diese angeblichen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Schnupfen, Heiserkeit, Husten oder sowas. Ja? Das sind alles nach der neuen Medizin Einzelkonflikte. Die haben alle nichts miteinander zu tun. Auch wenn man sagt, okay, das sind alles Grippesymptome oder das fühlt sich an wie Grippe oder ne. Der Grippeausdruck ist ein schulmedizinischer Ausdruck. Die neue Medizin hat das in jeden einzelnen kleinen Konflikt unterteilen können. Und wir können genau sagen, warum wenn meine Nase brennt, warum mein Hals brennt, warum die Ohren wehtun, warum ich diese, wenn ich diese Grippesymptome habe, was in meinem Körper oder was in meiner Seele passiert sein muss. Das wissen wir immer. Mhm. Und die Schulmedizin ist ja jetzt noch immer noch nicht in der Lage dazu, zu sagen, warum wir einen Schnupfen haben. Also seit 100 Jahren versuchen die herauszubekommen, was Krankheiten sind, kann aber noch nicht erklären, was ein Schnupfen ist. Ja. Erklären es aber mit einer Virusinfektion. Ja. Und Virus hat es nie gegeben. Virus heißt übersetzt Gift. Mhm. Das hat es noch nie gegeben. Hat auch noch nie, war noch nie was Ansteckendes. Und diese Virenfotos, ja, wenn man das so sieht, ja. Hier, das ist ja so ein richtiges Virus. Ja? Das ist aber ein Therapieball, ne, für Kinder. Genau. Aber sieht aus wie ein Virus. Ne? Ja, genau, so werden sie immer dargestellt. Ne? Und man hat noch nie ein Foto gesehen. Ja. Es gibt nirgendwo ein Foto, wo wirklich ein Virus fotografiert worden ist. Das heißt, das ist eine Fotomontage. Das haben die absichtlich so erfunden, dass das, was ist, gefährlich ist. Hm. Und das ist nur Gift, es passiert nichts, es hat noch nie was gegeben, was uns irgendwo krank macht, aber sie machen alle mit. Und die Schulmedizin ist so, wenn sie nicht weiter weiß und weiß nicht, was ist, dann ist immer ein Virus. Und dann gebe ich ja zu, dass ich dann auch nichts habe. Ja? Ja, aber die kleinen Erkältungen, wie gesagt, du hast gesagt, das können verschiedene kleine Konflikte sein, die sind ja auch nicht so hochdramatisch. Nee. Das sind so kleine Sachen, man ärgert sich ja immer mal über irgendwas, was nicht so läuft. Und im Herbst bringt man das dann in Verbindung mit, weil ja die Grippe grassiert. Aber im Grunde hat es damit gar nichts zu tun. Nur man denkt, ja, im Moment haben es alle, dann habe ich mich da auch irgendwo angesteckt. Richtig.
Und wenn man dann die Schnupfen sieht, Schnupfen ist ein reiner Stinkekonflikt. Mhm. Wenn ich einen Schnupfen habe, stinkt mir was. Wie früher der Volksmund hatte, von dem habe ich die Nase voll. Ja, genau. Von dem habe ich gestrichen voll. Da weiß ich doch genau, ich habe was mit der Nase und was hat was mit meinem Schnupfen zu tun. Und so Husten und Heiserkeit und so Sachen? Sind auch Einzelkonflikte. Husten und Heiserkeit sind Einzelkonflikte. Die Heiserkeit kommt nur nach einem Schreckangstkonflikt. Also ich habe mich vorher vor etwas erschrocken und kriege am nächsten Tag die Heiserkeit. Mhm. Die kommt nicht einfach so. Ich kann auch mit nassen Haaren in den Schnee reinrennen jetzt. Ist egal, passiert nichts. Ne? Mhm. Ich kann nie was kriegen. Aber wenn ich heiser bin, weiß ich, dass vorher ein Schreckangstkonflikt gewesen ist. Das weiß ich von verschiedenen Leuten dann in meiner Verwandtschaft. Und dann frage ich immer, ja, und was ist gewesen? Und der lustigste Grund war einfach, da hat sie eine Nebenkostenabrechnung bekommen. Ja? Und, darum bin ich ja. Und wenn jetzt ein Vortragsredner heiser ist, dann hat er Angst gehabt vor dem Vortrag oder hat am Tag davor noch gesagt, oh Gott, ob ich das schaffe oder wie? Oder? Es muss ihm, die Angst davor macht nicht heiser, aber es muss ihm definitiv was passiert sein, dass er vielleicht vorher noch eine Information gekriegt hat, die für ihn sehr unangenehm war und auf einmal dann mit diesem unangenehmen Information die Angst erfüllt in den Vortrag reingegangen ist. Oder fährt zum Vortrag und das Auto streikt oder der Zug ist unpünktlich und dann schaffe ich das noch zum Vortrag und das kommt dann am nächsten Tag da zu tragen, als Beispiel. Ja, als Beispiel und es stimmt immer und es ist nie falsch, ja, und es ist immer richtig, das heißt, wenn jemand mit einer Heiserkeit kommt, dann war was gewesen. Kann man direkt fragen, was war gewesen in den letzten Tagen, wovor hast du erschrocken? Und wenn es dann noch schlimmer wird, Lungenentzündung und das hört man jetzt oft ja auch, dass Menschen im Krankenhaus sich irgendwo an irgendwelchen Keimen anstecken und dann Lungenentzündung oder so. Das sind wieder diese Keime hier, ne? Das sind die Keime. Rot ist doch gefährlicher, ja? Oder blauen. Ne? Also das sind unsere gefährlichen Viren und genauso ungefährlich, wie wir jetzt mit dem Bällchen rumspielen, so gefährlich sind auch Viren, ja? Weil es die gar nicht gibt. Und Krankenhauskeime kann man so definieren, dass man sagt, jeder Mensch hat seine eigene Heilungsphase und verschiedene Bakterien. Und die sind gerade aktiv im Krankenhaus, ja, und hat halt der eine das abgekriegt, der andere das abgekriegt, ne? Die Lungenentzündung gibt es nicht, weil es ist immer eine Bronchitis. Die Lunge besteht aus 7 verschiedenen Gewebetypen und da müsst ihr sagen, was für ein Gewebetyp ist es denn, um genau zu gucken, was er hat. Ne? Warum hast du es? Aber es ist immer ein Revierkonflikt von Streitigkeiten, wo man sagen kann, ein Feind dringt in mein Revier. Da war was. Mhm. Was gefährlich ist, wovor ich Angst habe, ja, und ein Feind. Ich empfinde jemand als Feind. Ich kann keine Bronchitis bekommen, wenn ich jetzt mit Badehose in den Schnee reinlege. Oder ich fahre komplett mit dem Fahrrad zurück nach Hause jetzt. Kriege ich nicht, kann ich nicht kriegen. Personenbezogener Konflikt. Kann das im Krankenhaus einfach auch sein, der Arzt oder die Schwester oder so, irgendwas, wo ich dann das Gefühl habe, ich werde da nicht gut behandelt und dass ich dadurch dann eben diese Symptome bekomme? Auch, ja. Übrigens in letzter Zeit rufen Leute aus dem Krankenhaus an und fragen, ob die und die Operation nach der neuen Medizin richtig ist. Also ich bin ganz begeistert, ja, dem Vertrauen, danke. Ne? Ja. Die rufen an, ich muss die und die OP machen, muss ich das tun, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll, ne? Und 90% kommt raus, ist nicht sinnvoll, aber ich kann natürlich sagen, geh nach Hause. Ich darf nur sagen, an meiner Stelle würde ich es so tun, ich kann nicht sagen, jetzt geh schnell nach Hause. Ja, ne? Klar, natürlich machen die das dann, aber ich darf es nicht erzählen. Ja, das ist klar. Aber das Vertrauen ist total schön. Dann diese iatrogenen Krankheiten, die man sagt, also dass man im Krankenhaus sich irgendein Keim einfängt, das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Menschen immer kritischer auch werden gegenüber dem Krankenhaus, weil sie eben auch schon vieles gehört haben und dann da auch Konflikte haben, wenn sie dann da in der Situation sind und dann sich das tatsächlich dann auswirkt. Wir haben in der Vergangenheit unheimlich viele Menschen, die bei uns waren, die nur iatrogen sozusagen krank geworden sind. Das letzte Beispiel war jemand, dem man vor Jahren gesagt hat, er hätte Parkinson und hat das auch noch geglaubt. Und es war nun eine Diagnose, irgendeine Diagnose von vielen. Nach neuem Medizin war das völlig harmlos, er hat es auch verstanden, ja, und ist wieder völlig auf dem Weg der Gesundheit, weil er die Angst nicht mehr hat, dass er das hat, dass diese eingebrannte Diagnose, die ich dann bekommen habe, dass die gar nicht richtig da ist. Was könnte man bei Parkinson dann sagen, was wäre da der Konflikt? Oder? Der muss gucken, an welcher Stelle die Schüttellähmung, ja. Ich muss schauen, an welcher Stelle dieses auftritt, dass ich gucken kann, wie er empfunden hat. Wieder der Klatschtest, ne? Rechte Hand an die linke, Rechtshänder, linke Hand in die rechte, Linkshänder. Und dann muss ich gucken, welches Organ betroffen ist, wo schüttelt, wo zittert ein bisschen was, dass ich sagen kann, okay, er hat jetzt einen Zupackkonflikt gehabt, er konnte nicht weglaufen. Völlig harmlos. Also Einzelkonflikt, der völlig harmlos ist, der aber nicht durchgeführt
durchgeführt worden ist, daran kann ich sehen. Das ist eine hängende Heilung. Das heißt also, ich würde gerne zum Beispiel was erreichen, kann ich nicht, geht nicht. Und fängt jetzt an zu zittern. Hm. Jetzt gehe ich mit dem Zittern zum Doktor und der sagt, das ist Parkinson. Hm. Obwohl ich das Problem vielleicht danach gelöst habe, aber ich habe diese Diagnose Parkinson. Und genauso geht es mit den Infektionskrankheiten. Ich suggestiere mir da irgendwas, dass da was ist. Ich glaube das. Ja, meine Verwandtschaft muss ich auch sehr oft, dass sie meinen, dass sie alles hätten und bekommt das dann auch. Ja, Influenza ist ja so ein Begriff, den man immer hört. Kann man den auch erklären, woher er eigentlich kommt und sind da noch Zusammenhänge mit dem der ursprünglichen Bedeutung? Influenza, was bedeutet das? Das ist eigentlich auch nicht nur ein Ausdruck der Schulmedizin, auch wieder eine Erfindung. Die lehnen sich an der Zeit von 1918, 1919, wo angeblich die spanische Grippe war. Mhm. Die war auch da, aber die ist nicht so gewesen, wie man es uns erklärt hat, sondern das war ein großer kapitaler Impfschaden. Da gab es eine Zwangsimpfung und in der ganzen Welt, da wo geimpft worden sind, Millionen von Menschen daran gestorben. Das sagt keiner. Die Ärzte, die Leute, die den betreuen, haben nichts bekommen. Und alle Menschen, die nicht geimpft worden sind, haben nichts bekommen, gar nichts. Mhm. Und diese Grundangst, die versucht man noch zu schüren. Da ist ja eine Influenza. Wenn ich nach der neuen Medizin aber jetzt sagen kann, wenn ich jetzt aus 5, 6 verschiedenen harmlosen Einzelkonflikten, die jetzt in Heilung gehen, ja, dadurch jetzt meine Symptome bekomme, die jetzt sich angeblich dann Grippe nennt, ja? Dann wundert mich doch, wie die Schulmedizin eine einzige Spritze für alle die Symptome auf einmal parat hat. Hm. Sollte einer zu denken geben. Ne? Wie geht das? Das ist richtig, ja. Jetzt denken wir, wenn wir ein gutes Immunsystem haben, uns, was weiß ich, gesund ernähren und viele Vitamine und so weiter, dann können wir eigentlich uns nicht anstecken. Aber wir können uns eh nicht anstecken. Spielt das Immunsystem in der neuen Medizin gar keine Rolle? Oder? Gar keine Rolle, weil der Dr. Hammer hat festgestellt, dass es gar keins gibt, dass es eine Erfindung der Schulmedizin ist, Immunsystem. Weil es kommt vom Krieg her, man muss irgendwas bekämpfen. Ich weiß nicht die Zusammenhänge von Krankheit und denke immer, da ist was Böses, was Gutes angreift. Und damit haben sich das Immunsystem gebastelt. Zusammengebastelt aus etwas, was gar nicht da ist. Ich kann, man muss sich vorstellen, ich bin ein wunderbarer Käse, ein guter Gérardmon, ja, und reife vor mich hin und alles, was ich an irgendwelchen Spritzen, Giftstoff in mich reinsteche, ist schädlich. Ja. Und er hat auch festgestellt, dass wir keinen Kampf im Körper haben, sondern eine wunderbare, schöne Harmonie. Alles ist harmonisch. Nichts ist da, sondern ich komme nur mit einer Disharmonie rein, wenn ich mit Spritzen oder irgendwelchen Stoffen, der chemischen Stoffe der Schulmedizin sozusagen, daran greife. Und sonst habe ich nichts. Also Impfen, es fängt ja schon ganz früh an, wenn wir auf die Welt kommen meistens. Ist eigentlich schlimm, was da geschieht. Also aus dieser Sicht macht es ja dann schon alleine krank. Und wenn man dann noch die Stoffe sehen, die in Impfstoffen drin sind, Quecksilber und so weiter, in Thiomersal und so heißt es, glaube ich, ne? Ja, das hat man ja festgestellt. Atmen, ja, genau. Dann nützt die Impfung erstmal überhaupt nichts und ist noch dazu schädlich. Was hast du zum Thema Impfen? Du hast es schon angesprochen. Ja, neue Medizin, wer neue Medizin verstanden hat, der ist natürlich völlig gegen Impfen, weil wenn ich etwas habe, was es nicht gibt, nicht impfen gegen ein Immunsystem, was ich nicht habe, giftige Stoffe in einem Körper rein zu projizieren, der nie an der Stelle sowas abkriegt. Ich steche beim Säugling ja, durch verschiedene Hautschichten in das Gewebe rein und impliziere dann irgendwelche giftigen Stoffe, die in der Natur gar nicht vorkommen. Das kann nur krank machen. Ja. Oft ist noch sehr oft, dass die Blut-Hirn-Schranke noch nicht okay ist und das ist also eine reine Vergiftung. Also es zählt zu Völkermord. Impfen gehört nach neuer Medizin zu Völkermord und ist dafür da, uns zu dezimieren. Hört sich hart an. Jeder andere, der normal so einen Fernseher guckt, der kann sich was nicht vorstellen. Eine engagierte, tolle Frau, Anita Petek, hat sich über 20 Jahre damit beschäftigt und hat der Pharmaindustrie ganz gewaltig gegen das Schienbein getreten. Sie ist gestorben. Wir können sagen, nach neuer Medizin, die war vorher so gesund, dass das was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und sie hat eine wunderbare Erklärung über dieses Impfen gemacht in dem Video, YouTube-Video Impfen, Sinn, Unsinn. Die Frau heißt Anita Petek. Sollte sich jeder mal anschauen. Also jeder, ich habe meine Tochter damals auch gegeben, gesagt, du musst es anschauen. Ja. Was du dann entscheidest für deine Kinder, ist deine Sache. Ja. Aber du musst es anschauen. Also ein Appell an alle, die Kinder haben, alle Großeltern, die Enkelkinder haben. Wenn man dieses Video gesehen hat, was wirklich klar und deutlich erzählt, was da mit uns gemacht wird, der geht nie wieder hin.
Das ist ja eine der größten Angstthemen, ist ja AIDS, HIV, dass man sich irgendwo ansteckt. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute mich wirklich anrufen und so ganz verzweifelt sind. Die waren irgendwo im Urlaub, haben irgendwas gehabt und haben dann nur Angst, dass sie sich irgendwie angesteckt haben könnten. Das ist natürlich, wir wissen jetzt, können sich nicht angesteckt haben. Wir haben auch schon eine Sendung gemacht mit Dr. Köhnlein über AIDS und HIV. Was ist es aus der Sicht der neuen Medizin? Was passiert da? Symptome sind ja da. Die Menschen haben ja Symptome. Was passiert da? Also die Symptome kann man eigentlich gar nicht mal sehen. Was ist, wenn jemand, sagen wir mal, schlechtes Wasser getrunken hat in Afrika? Schlechtes Wasser, nicht richtige Ernährung. Sieht jetzt einmal richtig krank aus. Ja? Und diese Fotos nehmen wir immer und machen ein Foto von und sagen hier, das ist hier der AIDS-Kranker. Genau wie Ebola. Ne? Irgendjemand, der wirklich ganz was Schlimmes abgekriegt hat, der ist dann angeblich der Ebola bekommen hat. Und so siehst du aus, wenn du dich nicht schützt, ja? Wenn du dahin fährst. Und Dr. Hammer hat dann früher schon erkannt, diese nicht vorhandene Virusinfektion AIDS, ihr habt darüber gesprochen, dass die gar nicht gibt, das ist ein Mythos. Es gilt auch als nachgewiesen, dass es nirgendwo steht, dass es da ist. Ja? Es gilt nur als nachgewiesen. Und Dr. Hammer hat damals festgestellt, dass das ein ganz einfacher Allergietest ist. Eine Smegma-Allergie vom Mann. Also wenn eine Frau zum Beispiel den Geruch von Smegma in irgendeiner Art und Weise, sag mal, nicht haben konnte, in einen Konflikt damit entwickelt hat, hat sie Stoffe im Körper, die zeigen, hier, ich bin allergisch gegen diesen Smegma-Geruch. Und wenn ich jetzt irgendwo einen Test mache, der nicht geeignet ist, der nicht staatlich ist, sondern rein privat, und ich habe 12 verschiedene Tests und alle verschiedenen fallen verschieden aus, dann ist es so, dass ich mir nicht sicher sein kann, was stimmt. Und wenn ich einmal einen offiziellen Test in der Schulmedizin gemacht habe und der ist positiv, komme ich da nie wieder weg. Ich bin registriert. Und auch wenn ich 10 Teste danach wieder habe und sage, okay, hier der Test sagt, ich habe gar nichts, das zählt nicht mehr, weil ich habe einmal positiv gehabt. Und dann bekomme ich die Zwangsmedikation, AZT und allem drum und dran ist. Und dann sehen die Leute irgendwann nach diesem Gift, nach einem Jahr auch so aus, wie man sich so einen typischen AIDS-Kranken dann auch vorstellt. Ja, also die Symptome im Endstadium von AIDS sind im Grunde die Nebenwirkungen, die auf dem Beipackzettel der AIDS-Medikamente stehen. Richtig. Was ganz interessant ist, es gibt einen Film, Dallas Buyers Club, einen Hollywood-Film, an dem im Grunde das so gezeigt wird, dass da welche entdeckt haben, die HIV-positiv waren und dann irgendwie nach Mexiko gefahren sind, wo sie dann Vitaminen und so Präparate mitgebracht haben, die verkauft haben, und die haben alle länger gelebt oder waren gesünder als die, die die normalen Medikamente vom Arzt bekommen haben, also die AZT und so weiter, wird da auch angesprochen, das ist sehr interessant. Aber natürlich werden nicht wirklich die Zusammenhänge angesprochen mit der neuen Medizin, aber eben doch, dass Pharmaindustrie da einfach ein Interesse dran hat, teure Medikamente zu verkaufen, die nicht wirklich die besten sind oder das Beste sind, was man sich antun kann, im Gegenteil. Ja, genau. Ja. Und dass man sich möglicherweise einfach mit Vitaminen und bestimmten Sachen, die einfach förderlich sind für die Gesundheit, dann doch besser aufgehoben ist als mit diesen Substanzen. Also das nur ein Hinweis nebenbei. HIV-Test und Blutspenden, das ist ja auch ein Thema. Also wenn man jetzt Blut spendet, du hast ja was mitgebracht vom Blutspendedienst. Ich habe ein Originalschreiben vom Blutspendedienst und habe die vor ein paar Jahren mal angeschrieben und habe mir gefragt, was sie denn da so machen. Und dann haben sie zugegeben, dass sie einen AIDS-Test machen. Das heißt, jeder, der Blutspende abgibt, wird einen AIDS-Test gemacht. Und wenn ich jetzt zufälligerweise allergisch gegen diese Smegma-Allergie habe, die nichts macht, die ich nur merkbar war, wenn ich jetzt an meinen Untersuchungen mache, und dann komme ich in die Schiene rein, dass ich positiv bin. Jetzt wird registriert, warum wird jeder aufgeschrieben, der Blut spendet? Mit Name, Adresse und. Warum? Wenn ich Milch trinke, da steht auch nicht drin, dass ich von der Milch von Kuh Erna einen Liter kriege, sondern da steht von Milchhof so und so, den Rest interessiert nicht. Warum werde ich ganz genau registriert? Damit ich da, wenn es jetzt zum Beispiel jemand angeblich AIDS hat, mich dann rausgepickt werde und ich werde dann offiziell, ich bin dann ein AIDS-Kranker. Und das kriege ich nie wieder weg, den Makel. Auch wenn ich den sage, dass es da nicht gibt, das zählt sowieso nicht. Und wenn ich jetzt 10 Tests hätte, wo es negativ ist, zählt auch nicht mehr, ich habe einmal den Makel. Also wenn jemand regelmäßig Blutspenden geht und hat das dann mal, der kommt in diese Falle rein, dann ist Schluss.
Die Sicherheit unserer Spender ist unser oberstes Gebot, steht ja. Seht hier, das ist natürlich... Der zweite Text, der jetzt mit dem Krebs nichts zu tun hat, ist noch makaber, und zwar geben die zu, dass sie keine Krebszellen im Blut suchen. Untersuchungen erbrachten im Jahr 2007 jedoch den eindeutigen Nachweis, dass Krebserkrankungen durch Bluttransfusionen nicht übertragen werden. Naja. Gut, ne? Ja, das ist schön zu wissen, aber eigentlich auch Unsinn, dass sich Krebs jetzt auch übertragen sollte. Ist ja eh. Geht ja nach der Neuromedizin nicht mehr. Aber wenn ich zugebe als Institut, dass ich sowieso nichts suche, weil wir 2007 großen Test gemacht haben, dass sie nichts finden, ist ja ein Zeichen, dass auch die ganze Theorie, dass es so Metastasen gibt, was irgendwo rumschwimmt, das auch alles falsch ist. Die geben es offiziell zu. Wenn ich nichts finde und in der Blutspende nie was ist und ich gucke nicht nach, ist es nicht da. Nun kommen immer wieder Dinge, die immer wieder hochkommen. Vogelgrippe auch jetzt war wieder auf irgendeinem Geflügelhof, wo man dann zigtausend Hühner oder Gänse oder was dann eben tötet. Ich meine, die werden eh getötet, aber schön ist es, ist ja ein Massaker. Was findet da statt, dass man sagt, jetzt auf einmal, da ist wieder die Vogelgrippe ausgebrochen? Ich denke, der erste Grund ist erstmal, man hat gefragt, warum es die Vogelgrippe jetzt gar nicht mehr gibt. Vor ein paar Jahren war eine Riesenpanik, ja, was alle machen sollen, natürlich auch geimpft werden, ist logisch. Ne? Und auf einmal ist er weg. Jetzt haben wahrscheinlich zu viele Leute gefragt und haben gesagt, ja, wo ist er denn eigentlich? Und jetzt taucht es wieder auf. Aus dem Nichts irgendwo aufgetaucht, ist er verdächtig. Da kommt irgendetwas von erstmal ganz weit weg. Aus dem Nichts raus, hat winzige kleine Symptome nach Neuromedizin, kann ich einen Stinkekonflikt haben oder irgendwas Harmloses und bin in diesem Schema drin, ich könnte eine Vogelgrippe haben. Und dann bin ich raussortiert, ich habe eine. Da wird eine Riesenepidemie rausgemacht. Dr. Lanke hat damals erzählt, dass sie viel, wenn die Geflügelpreise niedrig sind und diese Viecher nicht loswerden, irgendwas gesucht wird, was sie angeblich hätten. Und dann wird dann zum Höchstpreis, zum Start, werden die Flügel dann verkauft. Die müssen das dann abnehmen. Ich ein paar hunderttausend Viecher habe, ne, und die werden dann gekeult und die werden dann zum Höchstpreis an den Start verkauft. Und dann machen sie noch eine extra Rendite mit, indem sie sagen, okay, jetzt bauen wir uns irgendwelche Impfdosen, ich mache mir irgendwelche Spritzen nochmal für die, ne, und verkaufe die auch nochmal und mache dann große Panik, dass diese Tiere, die dann wirklich gar nichts haben, ja, das alles auf den Mensch geben kann und ich soll dann auch geimpft werden, dass ich gegen Vogelgrippe, und ich weiß von vielen, die da damals in losgegangen sind, in 10er-Gruppen mal gesagt haben, der Arzt bestellt nur 10 Stück, ja, wir kommen zu 10 und lassen uns dann impfen. Das war Vogelgrippe. Ne? Ja. Und Schweinegrippe ja auch. Da haben die Bundesregierung und ganz viele Länder haben ja ganz viele Impfstoffe dann auf Lager gelegt. Inzwischen mussten die dann auch wieder teuer entsorgt werden. Das heißt, wahnsinnig viel Geld, was da eigentlich for nothing vernichtet wurde. Die Pharmaindustrie freut's, aber es sind unsere Steuergelder. Hätte man sich alles sparen können. Schweinegrippe, wie gesagt, da hört man jetzt auch nichts mehr von. Droht uns das dann auch nochmal wieder, dass das irgendwann wieder kommt oder irgendeine neue Krankheit? Die werden immer irgendwas suchen, bis irgendwann jeder informiert ist, dass das nicht gibt und dass die ganzen Zirkus nicht mitmachen. Die haben mal letztens nur 3% sind hingegangen zum Impfen, ne? Ja. Schweinegrippe oder was, 3% nur. Ja. Und das Makabere ist noch, was auch vorgesehen ist, was hundertprozentig stimmt, ist, dass wir die Impfung mit Registrierung bekommen hätten. Wir hätten an jede Spritze einen kleinen Chip mit reingekriegt. Hört sich völlig irre an. Ja, ist aber Insider wissen die Bescheid, dass es so ist. Und da haben wir Dr. Stefan Lanker zu bedanken, auch dass er im letzten Augenblick noch sag mal, das abwenden konnte, dass er gesagt hat, und jetzt habt ihr auch noch Nanopartikel auch noch mit reingemacht. Also ein riesen Impfcocktail mit vielen, vielen Giftstoffen, die sowieso nicht wirken. Und da haben sie auch noch Nanopartikel, die in der Industrie vielleicht interessant sind, aber im menschlichen Körper nichts zu suchen haben. Und da haben wir im letzten Augenblick sozusagen die Zwangsgrippeimpfung, Schweinegrippeimpfung, sind wir davon weggekommen. Wäre fast gewesen. Ja, aber das zeigt ja auch, dass ganz viele Menschen sehr skeptisch sind, eigentlich spüren intuitiv. Sie haben ja jetzt endlich alle das Wissen über die neue Medizin oder Impfungen allgemein, aber sie spüren, irgendwas stimmt da nicht, da wird uns irgendwas vorgespielt. Ich warte erst noch mal ab, bevor ich mich impfen lasse. Es war ja wohl geplant, dass man die Menschen erstmal freiwillig und dann 80-90% freiwillig sich impfen lassen, dann kann man sagen, die restlichen 10%, die müssen ja zwangsgeimpft werden, weil die könnten ja die anderen anstecken, was ja auch Unsinn ist, ne? Ja, dass man sagt, die Ungeimpften, die sind dann gefährlich, in der Schule auch, wenn einer jetzt da in der Klasse nicht geimpft ist, dann ist der gefährlich für die anderen, obwohl die anderen alle geimpft sind. Ne? Dürfte ja nicht mehr passieren, ne? Aber die Angst ist auch noch da. Und man sollte jede Mutter, die mit ihrem kleinen Kind zur Untersuchung geht, die ganzen U's, die sie durchmachen müssen, ne? Sollte ihr Kind um den Bauch schnallen und niemals allein lassen. Weil die schaffen es auch, wenn das Kind um die Ecke ist, die müssen mal irgendwas ausfüllen, ach, machen sie mal eben eine Unterschrift, dass sie dann um die Ecke rum da vielleicht irgendwelche Impfungen und wenn eine Schluckimpfung ist, mitbekommen, weil meine Tochter auch erlebt.
Also geht gerade um die Ecke. Ohne Genehmigung der Eltern. Weil die sagen, die Mutter kann es nicht beurteilen, wir wissen es ja besser, die glauben mir, dass auch noch das Richtige ist. Ja? Ja. Und dann sagt sie, die Mutter weiß es nicht, die Mutter boykottiert, ach komm, dann machen wir dem Kind was Gutes zu tun, kriegst du mal eine Schluckimpfung. Obwohl sie gerade um die Ecke gegangen ist, hat was unterschrieben. Wie kann man sich denn da noch wappnen, gerade als Eltern, das ist es ja sehr schwierig, wenn man denen sagt, die Kinder müssen jetzt geimpft werden, sonst kommen sie nicht in die Schule oder dürfen nicht in die Klasse. Eigentlich gibt es ja das Gesetz nicht, aber es wird immer so getan, als ob es sein müsste. Was kann man denn da tun? Ich glaube, es gibt impfkritische Seiten, wo es auch so Fragebögen gibt an den Arzt, dass man fragt. Ja, dass er selbst die Verantwortung übernimmt. Ja, ne? Ja, übernehmen genau. Sie die Verantwortung für Impfschäden? Das ist ja auch ein Thema. Können Sie wirklich zusichern, dass das hilft gegen die Krankheit und so weiter? Ne? Also wäre das dein Tipp auch, dass man den Arzt wirklich löchert und den unterschreiben lässt, dass das wirklich sicher ist? Das wird er nicht tun. Ja. Das wird er nie tun. Also irgendwo, ich kann nur noch hoffen, dass immer mehr Leute sagen, aufgeklärt werden, auch die in der Kita sind, die dann mitmachen, ja, die dann sagen, das Kind ist nicht geimpft oder der das verwaltet. Die Leute, wenn die verstehen, dass das Ganze ein riesengroßer Betrug ist auf Kosten unserer Gesundheit, dass da mehr Aufklärung. Aber ich kann schlecht sagen, ich kann eigentlich nur sagen, lass es sein, lass es darauf ankommen, weil die Impfung und die giftigen Stoffe, die im Körper drin sind, sind schon mal drin, die kriege ich nicht mehr raus. Und dann kann ich immer noch irgendwelche Diskussionen über irgendwelche bürokratischen Sachen machen, aber Hauptsache ist es nicht drin. Und dann diese Frau Anita Petek, die ja leider gestorben ist, die hat sich so viel Mühe gegeben, denn das ist also als Wertschätzung, dass jeder sich diesen Film anschaut, weil der ist gigantisch gut, der geht über eine Stunde. Und jeder sollte vielleicht auch dieses Video mal zum Kinderarzt mitnehmen und sagen, hier komm, ey, weißt du überhaupt, was du da machst? Weil manche Ärzte denken auch noch, dass das richtig ist, was sie tun. Ja, sie werden ja so ausgebildet und lernen an der Universität natürlich nicht die neue Medizin, was sehr, sehr traurig ist, weil da sicherlich andere Interessen auch hinterstehen. Es wäre eigentlich schön, seit 30 Jahren oder was hat Dr. Hamer das entdeckt, diese Zusammenhänge. Und sie sind gesetzmäßig, ist keine Esoterik, sondern es kann man an jedem Patienten, hat er auch gesagt, kann an jedem Krebspatienten, weiß auch immer, kann er das nachweisen, die Gesetzmäßigkeit des Konflikts und so weiter. Und es wird nicht gelehrt seit 30 Jahren, also eigentlich ein Jammer, weil viele Menschen unnötig sterben. Und Thema ist eben die Angst. Es wird uns Angst gemacht davor, dass man sich irgendwo anstecken kann. Und die Pharmaindustrie hat dann die entsprechenden Waffen gegen diese Angst oder gegen diese Bedrohung. Aber wenn man das verstanden hat, dann braucht man das alles nicht. Also mir geht es seit Jahren so, dass ich ganz entspannt bin mit all diesen Ängsten. Und wenn jemand sagt, ich habe Grippe, steck dich nicht an, dann sage ich, das interessiert mich gar nicht. Genau. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Grippe hatte. Die Menschen, die sag mal, auch zu uns gekommen sind, die sind auch wieder gesund geworden. Also das ist nachprüfbar, dass es wunderbar funktioniert. Also dass sie das erste Mal wissen, warum sie krank sind und wieder gesund werden, das ist eine totale schöne Entwicklung. Wir machen meine Frau ja zusammen und wir haben so viele wunderschöne, tolle Heilerfolge, die man ja nicht sagen darf, aber Heilerfolge in dem Sinne, dass die Leute danach wieder gesund geworden sind, wieder ein wunderschönes, beruhigendes Gefühl haben, ach, mir geht's gut, ja, mir geht's, ich habe nichts mehr, die Symptome sind weg, also es ist gigantisch schön. Also wenn das jeder Schulmediziner mal mitmachen würde, dass er nach seiner Behandlung eines zufriedenen Menschen da hat, wieder gesund nach Hause gegangen ist, ja, das Gefühl kennen die wahrscheinlich gar nicht. Und das ist gigantisch schön, total schön. Und bestätigt auch, dass es immer richtig ist. Wir haben in den ganzen Zeit jetzt, ist nicht einmal daneben gegangen, ist es nicht einmal eine falsche Diagnose. Es hat immer gestimmt, es war immer nachvollziehbar. Und jeder, der bei uns war oder der es gemacht hat, konnte sagen, ja, ich habe mich wiedererkannt. Ich, genau so bin ich, genau so ist es gewesen. Und das habe ich gemacht. Und da kommt das Feedback, mir geht es wieder gut. Ich kann wieder laufen, es ist total schön. Das ist eine tolle Sache, also du berätst Menschen da und deine Frau ist, Marion ist medial, wir hatten sie auch in einer Sendung hier. Das heißt, wenn du mal irgendwann wirklich nicht weiterkommst und nicht weißt, wo ist da jetzt die Ursache, dann kann sie auch nochmal auf der Ebene gucken, ob da irgendwas ist, vielleicht auch von einem Verstorbenen oder aus einer geistigen Welt sozusagen. Darf ich dir ein ganz extremes Beispiel sagen? Ja. Letzte 14 Tage her, dieser spezielle Parkinson-Patienten, ich habe es am Anfang nicht gesagt, weil ich nicht wusste, ob es okay ist, der hatte was ganz, ganz Schlimmes passiert. Er ist wegen der Diagnose ins Krankenhaus gekommen, ja, erstmal Diagnose Parkinson und dann ging es ihm nicht gut und ist ins Krankenhaus gekommen. Und da ist was Horrormäßiges passiert. Da hat er mitbekommen, wie in einem Krankenhaus ein Ausländer nachts eingefangen worden ist und bei dem haben sie die Organe entnommen. Die Seele von demjenigen hat nichts anderes gehabt und ist dann in den Menschen, der im Flur da lag, nachts oder was inkarniert und war mit dem drin.
Am nächsten Tag hatte er zu Hause die Albträume, die der Mensch durch die Organnahme bekommen hat, was nachts jede Nacht mitgemacht. Und er hat dann um sich geschlagen, hat seine Frau geschlagen, hat sich selber verletzt. Ja. Und also die Seele hat sozusagen die Panik immer erzählt, was da passiert ist. Immer wieder Panik, Panik. Mir haben mal alle Organe entnommen. Ich wollte das nicht. Ich bin nur angeschnallt worden, habe eine kurze Narkose gekriegt und dann bin ich ausgeschlachtet worden. Das hat ihm jede Nacht gezeigt. Unglaublich. Und dann sind wir dann zu uns gekommen und hat meine Frau dann gesehen und hat diese Seele, in Form einer erdgebundenen Seele war das, die aus der Angst heraus, weil sie diesen Horror mitmachen musste, zufälligerweise in den Patienten gerade gelandet ist und hat ihn sozusagen jetzt besetzt. Jetzt haben wir ihn weggeschickt, der ist raus, der Mann schläft nachts wieder, ja, und hat gesagt, die Angst ist weg, die Panikattacken sind weg. Und nach der neuen Medizin ist es so, dass er jetzt wieder rumläuft. Er hat das Gefühl, es geht wieder, weil dieser Diagnoseschock, den er damals bekommen mit Parkinson und dann auch dieses Horrorerlebnis nachts im Krankenhaus, hat ihn so runtergemacht, dass die Frau sagte, ich bringe von der Brücke. Und der Mann hat gesagt, ich bringe mich um, ich will nicht mehr. Mhm. Und hat morgen gerade angerufen und gesagt, mir geht es so viel besser, wir sind so happy, wir freuen uns. Also diese Kombination zwischen beiden. Hätten wir nie gedacht, dass das so oft vorkommt. Es ist jetzt nicht so, dass meine Frau ab und zu mal guckt, ob da was ist, und wir haben mittlerweile 50-50. So intensiv. Wir haben diese Folge, dass die Leute das merken und dass sie wieder frei sind, dass die Seelen raus sind, dass wir gesund werden. Das ist so schön, dass wir sagen, das ist unser Lebensinhalt. Also es ist gigantisch schön. Wunderbar. Also ich freue mich, dass ihr da Leuten helfen könnt und dass du das so schön erklären kannst. Wir laden dich immer mal wieder ein, auch zu bestimmten Krankheitskomplexen, die man aus der neuen Medizin eben besser verstehen kann. Und für mich ist es eben wirklich so, seit ich die neue Medizin verstehe und das kann eigentlich jeder verstehen, habe ich eigentlich überhaupt keine Angst vor Krankheiten mehr und gehe nicht zu Vorsorgeuntersuchungen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich flach gelegen habe. Das ist lange, 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 lange her. Muss auch nicht sein. Und eben, es muss gar nicht sein. Und wenn was ist und ich komme wirklich nicht weiter und weiß nicht, was ist da jetzt im Argen, dann gibt es eben jemand, der von außen vielleicht mal gucken kann. Aber nach den Gesetzmäßigkeiten der neuen Medizin kann man eben auch immer genau gucken, ab wann ist das. Dann muss eben auch ein bestimmter zeitlicher Zusammenhang bestehen mit dem Konflikt. Das heißt, man kann da sehr genau dann gezielt auch suchen und dann findet man das eigentlich. Das ist meine Aufgabe, sozusagen gucken, wo stehe ich? Muss ich was tun? Muss ich nichts tun? Wo habe ich es her und wann ist es weg? Ja. Wo hat man das? Irgendwo, ne? Ja, genau. Das wünscht man sich vom Arzt eigentlich auch. Und vielleicht haben früher die Ärzte auch einfach die Erfahrung gehabt, aber heute ist das alles so sehr auf den medizinisch-industriellen Komplex abgestellt, ja, genau, dass eigentlich da nur noch ein großes Geldverdienennetz dahinter ist, wenn jemand krank ist. Und das kann man sich sparen. Vielen Dank. Absolut. Ja, danke für die Einladung. Dankeschön.